Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Imperium Galactic Survival. Ja, mit dabei ist wieder der Onkel Yeah! Hey, hallo. Gamershack LP, yes, und der Gabax. Jo, hi Leute. Die alte Perle, da steht sie. Ja, natürlich. Schön am Constructor, wie immer. So, und der liebe Rivano, der möchte heute unbedingt zu den Alien-Artefakten, aber wir haben uns gerade entschlossen, wir brauchen erstmal noch was dazu, irgendwie schwereres Geschütz. Genau. Dann sind ja die Geschütze dort, nur wir wollen ja nicht jedes Mal verrecken hier. Ich will einen Panzer sagen. Wir holen Und uns einen Panzer. Panzer. ich habe mir hier schon die Türen und so aus dem Dings rausgeholt. Die werde ich jetzt hier noch einsetzen, damit wir das auch komplettieren. Also ich könnte theoretisch einen Raketenwerfer bauen. Ne? Das Ja, dann könnten wir bau machen. einen und dann reicht doch einer. Dann müssen wir halt nur vier Munition haben und dann ballerst du viermal drauf und dann war's das. Genau. Ich muss jetzt nur mal gerade schauen. Die brauchen 120 mm Raketen und die können wir sogar craften. Aber Vier Stück? relativ teuer. Pass auf, Helm aufziehen, wenn du runterspringst. Er müsste eigentlich passen. Ja, sauber. Können wir gleich schon los. Aber ich würde sagen, der Onkel kriegt trotzdem noch ein bisschen Munition. Weil ich glaube, du hast nicht so viel dabei, ne? Brauchen wir noch eine Treppe, bitte? Noch eine Treppe? Jo, wird in Auftrag Wer gegeben. baut eine Treppe? Moment. Ja, dauert einen kleinen Moment, der craftet schon. Was macht denn der oben? Der macht gerade gar nichts, ne? Er macht was? Der obere Constructor. Ja, ich warte jetzt, weil es bringt ja nichts, wenn ich jetzt abhau. Dann würde ich sagen, crafte eben die ganzen geilen Sachen und dann geht's ab. Müssen wir mal gucken auf der Karte. Ihr seht schon, es gibt jetzt zwei Alien-Artefakte. Eigentlich gibt es sogar mehrere. Da hinten eins, hier ist eins. Also da können wir auf jeden Fall, wenn das gut läuft, hinterher, wenn wir auch gute Sachen finden. Alle abklappern, immer mal wieder im Laufe des Games, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Hast du denn die ganze Munition aus der Kapsel rausgeholt? Also ich habe jetzt noch 145 und ich habe euch 80 drin gelassen. Also ich habe 22 Oh, Schüsse, habe ich gerade da noch. sind noch 200, 500 Stück drin, über 500 Stück. Oh, dann nehme ich auch noch ein bisschen was. Ja, lass ich das mal zurück. Warte, ich bringe euch, Ja, ich bring bring mal euch mit. das und pack's in Container. Oh, in den Container. Unsere Base sieht echt geil aus, oder? Also da ist ein Einfach nur ein Stargate-Kommando, Viergängerkasten, nichts jo. dagegen. SG-1, ab die Stargate, sag ich immer. Also ich würde sagen, dass wir nicht jetzt 250 mitnehmen, sondern nur, was weiß ich. Oh, die sind schnell weg. Nimm mal jeder 100 Meter auf jeden Fall. Irgendwie sowas, ja. Wenn da ein paar Drohnen und ja, nimm mal 150 Meter. Kommen noch ein paar Drohnen oder so. Ein Ja, aber du hast ja paar bestimmt schon Godzillas. gefunden. Aber bitte sei auch fair, weil ich nehme auch bloß 150. Ja, Alles ich habe jetzt, belegt. Blim, ihr blim. seht 181, das passt. Das ist 150 mitgenommen. Ich hab, da waren jetzt gerade noch mal 30 Stück oder sowas einzeln drin und 150 hatte ich noch und ich habe jetzt 186. Warum? Lass mich kurz überlegen. Ich hoffe, 5 Raketen reichen. Ja, für einen Turm reichen die auf jeden Fall. Darfst einmal daneben schießen. Echt? Hast du das schon mal probiert? Nö. Aber ansonsten mache ich die Taktik 27-15. Wir schicken Onkel vor, der rennt im Kreis und die ballern sich gegenseitig auf die Türme. Und dann hast du 4 Raketen oder 5 Raketen für einen. Ich baue Die vorsichtshalber Treppe aber fertig. mehr Raketen und dann. Mehr Raketen. Ja, noch ein paar baue ich noch und Und dann das sollte das ja passen. diese die Meerraketen sind die fürs Wasser gedacht? Genau. Okay. Aber die Türme stehen aber nicht im Wasser, ne? Ist ja egal. Achso. So wie die Japaner, ne? Bei Pearl Harbor, die haben die Raketen auch umgebaut, dass die unter Wasser wie so ein Torpedo dann auf die Schiffe zugeflogen sind. Sehr cool. Torpedobombe halt. Genau. Ich habe mir nämlich letztens den Film angeguckt. Zumindest habe ich vorgespult, bis die angegriffen haben. Ja, weil der Anfang ist ja auch mega langweilig. Ja. Könntest du so Wecker nachstellen, ne? Oder du guckst direkt an dem Teil, weil dann wird's echt interessant, ey. Oh, der Anfang ist auch echt langweilig. Wie sie dann zwischen den Fallschirmen. Ja, kuscheln. Mach's auch immer, Onkel, oder? Was? Zwischen Fallschirm kuscheln? Wie schnell? Wieso nicht? So, jetzt kann man nämlich hier Was macht man heutzutage so? schön ins Wasser gehen. Zu deinem Wieso? Generator kannst du jetzt hier runter mit Treppe Ach gehen. so, cool. Alter, direkt Schaden genommen hier. Direkt tot, ja. Cool, kannst sie umbringen ohne Helm. Trottel. Ist voll geil, jetzt hast du es zugelassen, dass die Unterwasser-Saurier direkt hier reinlatschen können. Ah, die können die Nein, Tür ist nicht eine öffnen. Tür.
Ja und? Meinst du, sie können die Tür nicht öffnen? Nee. Achso, okay. Was macht der Gabax jetzt? Hat er jetzt die mehr Torpedos da fertig? Oh, jetzt habe ich. Ich habe jetzt 15 Raketen. Alter. Alter, wow, der sieht schon geil aus. Okay, ja, dann bist du Mr. Wackett. Ich habe 16 Raketen plus 4. Ich habe 20 Raketen jetzt. Seid ihr sicher, dass wir nur eine Pistole nehmen? Sollen wir nicht lieber schon ein Sturmgewehr oder sowas kaufen? Reicht so. Ja, ein Sturmgewehr hat das wirklich was gebracht? Eigentlich nicht, ne? Nee, überhaupt ja, außer dass die Munition schnell weg war. Scharfschützengewehr gibt's noch. Es gibt noch eine Schrotflinte. Ja, lass es mit der Pistole gehen. Das ist ja nur ein Turm. Hauptsache, ja, du hast genau. Aber Rivano, Hauptsache, du schreist mal bitte nicht immer. Nein, genau. Ich schrei nicht. Geh mal. Moment, ich stell hier noch was ein, dass das währenddessen, während wir weg sind, läuft. Ja, ich schau mal ganz schnell, welche Dinge wir nehmen. Egal, wo wir langlatschen, wir müssen schwimmen. Das ist ja nicht schlimm. Dann würde ich sagen, nehmen wir das Gefährt hier, oder? So. Das ist ein Moped hier. Das Kanal. Und noch genug Strom eigentlich hier drin? Ja. Was willst du? Welches Moped? Ja, welches Alien-Artefakt würde ich scannen? Warte nochmal auf Kabax. Ja? Ach so, muss ich. Ach, na, obwohl das verfallen ist. Ich sehe mich gerade gar nicht. Was ist denn das für ein Murks hier? So. Ich frage mich gerade, ob man lieber mal ein bisschen Nahrung mitnehmen. Oh ja, gute Idee. Erstmal was essen, erstmal und dann. Da bin vielleicht ich. Vielleicht was halt auf dem Weg mitnehmen. Die Richtung. Nehmen wir eine Salami mit. Richtung. Und mal noch eine Tomate. Salami und Tomate und was zum jetzt essen. Ja, wären die nicht schlecht, die Salamis? Deswegen nehme ich ja bloß eine Salami und eine Tomate mit. Dass man, wenn du mehr einsteckst, habe ich Angst, dass dann. Ja, dann nehme ich auch mal so eine Salami. Habe ich halt zwei Salamis dabei. Jetzt habt ihr alle Salamis rausgeholt. Ich habe auch nur eine. Ich habe gar keine. Lass mir mal eine Salami. Ja, dann nimm was anderes. Nimm doch einfach was anderes. Nimm doch einfach eine Tomate oder so. Oder ja. Eine Paprika. Ist ja gar nichts mehr drin. Ein Kürbis, ne? Die kann man so essen. Peating-Früchte müssen auch gehen, ne? Es gibt einmal einen im Westen und im Osten, so ein Artefakt, ne? Ja, ich hab schon eins anvisiert. Das reicht nur, das reicht. Welches nimm wir denn, im Osten oder im Westen? Das Richtung. Ich denke die Richtung, ja. Okay. Das, also das im Westen. Ja, genau. Die Richtung. Müssen wir gerade gucken eben, bin ich jetzt richtig hier? Ne, in die Richtung. Ja, die Richtung hier, alle zu mir. Gut, läuft. Schade, dass man hier nicht anvisieren kann. Also ja, das wird gleich, wenn man nah genug dran ist. So ab 600 Meter wird das Ding dann gescannt hier. Nein, er meinte die Waffe, wahrscheinlich. Was? Ja, na klar, meine Kimmel und Korn kann man nicht scannen, oder? Rivano hatte gedacht, du meinst. Ja, Wegmarken setzen auf den. Ach, da hinten sieht man den Turm schon. Ja, rennt doch nicht so, sonst ist eure Energie gleich runter. Ja. Da sind sogar zwei Türme. Ja, wird aber gerade nur einer angezeigt. Ah, jetzt 700 Meter steht bei mir. Alien-Artefakt. Genau. Sieht cool aus. Vielleicht haben sie es ja auch ein bisschen verändert, dass da noch geilere Sachen drin sind. Wer weiß. Darf ich kurz was sagen? Ich würde sagen, wir gehen hinten links auf diese kleine Insel, da an Land. Weil ich glaube, wenn wir direkt davor hochkommen, werden wir direkt abgeballert. Also habe ich so ein Gefühl. Wo bist du denn gerade, Rivano? Weil ich sehe Onkel, hinter aber... Dir bin ach, ich. Da bist du. Du siehst ja, da ist so ein kleines Stück, das sieht aus wie so eine kleine Insel. Ja, ich weiß, ja, was aber, du meinst. Ja, da gehen wir an Land, würde ich sagen. Ich glaube, da sind wir dann. Ja, die Türme sind hier schon, ja. Mega krass. Ja, deswegen, ich glaube, wenn wir da aus dem Wasser krabbeln, dann würden die sofort mit ihrem Laser auf uns ballern. Können wir nicht aus dem Wasser rausschießen? Geht doch auch bestimmt. Ja. Hier schon wieder. Oh, was sind das? Schleim. Ja, das oh, sind die. Oh, die Blumen laufen noch tagsüber rum, pass auf. Ja, aber ich glaube, die sind nicht aggressiv am Tage. Doch, die komischen, einzelnen Viecher da, die auf jeden Fall. Die grünen Slimer-Monster weiß ich nicht. Vielleicht sehe ich auch gerade eben Slimer-Monster. Der Slimer? Mit einem Auge. So, Onkel hat eine Ressource. Onkel hat... Oh, Prometheum, größte Sex. Cool. Alien-Artefakt, 400 Meter. Kann es sein, dass sie die Grafik ein bisschen abgeändert haben von den, von dem Gelände? Sieht irgendwie schöner aus. Ja, klar. Die Bodentextur und so. Ist auf jeden Fall alles ein bisschen besser geworden. Aber in der Kommentar unter deinem Video fand ich auch lustig. Bitte? In welchem? Bei dir, Rivano. Was für ein Kommentar?
Na, was für ein Kommentar? Das Spiel, Grafik ist scheiße oder so. Okay, aber sowas in Englisch halt. Ja, liest du deine Kommentare? Ich hab nicht, weiß nicht, was du machst. Er hat keine Kommentare. Es war in deinen Kommentaren gestanden unter Empyrion. Diese da, irgendwas, keine Ahnung, irgendwas vom Film. Vom Spiel gelabert. Ich muss erstmal meinen Helm anziehen. Aber die Grafik ist halt scheiße, so ungefähr, oder was? Statt in Englisch bei dir drunter, kommt englischer Kommentar. Okay. Und jetzt? Hat einer da drunter geschrieben, ist scheiße, ja, mein Gott. Ich finde die Grafik eigentlich sogar recht gut, muss ich sagen. Echt? Nee, finde ich jetzt auch scheiße. Nee, gut aber nicht, aber ich finde es okay. Ja, also, es ist auf jeden Fall besser als letztes Mal. Und der Planet sieht halt auch besser aus als der Wüstenplanet, finde ich jetzt. Und ich denke so, mal, dass es ist die Grafik geht. Also, es geht ja bei dem Spiel, bei der Art Spiel geht es, finde ich, um. Gar nicht darum, ja. Es geht um den Umfang und was man machen kann. Ja, so wie GTA oder sowas kommt es natürlich nicht ran. Das ist ja auch fein detailliert und hier habt ihr ein Dino und schön. So, jetzt ist die Frage, haben die Raketen Bullet Drop? Was für ein Ding? Oh, das musst du ein Bullet Drop. Was heißt das? Die auf dem Boden, wenn ja, ob die eine natürliche Flugbahn haben, dass sie also von der Anziehungskraft beeinflusst werden. Ah. Ja, ich würde sagen, gut, dass du 15 Raketen hast. Kann es sein, dass oben auch irgendein Turm drauf ist? Oh, der ist aber neu dann. Ich kam da oben. Geht mal jemand vor, um zu gucken? Ich muss auch sagen, ja, das ist bestimmt Abwehr, wenn du mit dem Flugzeug dahin blatterst. Ja, schieß mal drauf. Boah, die ziehen schon auf uns. Nee, die haben keinen Bullet Drop. Hast du jetzt daneben gepfeffert? Einen habe ich daneben gepfeffert, weil ich dachte, der hätte Bullet Drop. Boah, schön. Sieht aber geil aus. Alter, die gehen ja richtig schnell weg. Die Raketen. So, der oben tut uns nix. Noch nicht. Der Flak. Aber finde ich schon seltsam, wie schnell man eigentlich an Raketenwerfer kommt. Du kannst auch, wenn wir wieder rauskommen möchtest, kannst du auch ein Loch in die Wand reinballern. Dann brauchen wir nicht wieder raus. Ja, vielleicht am cleversten, mach mal ein Loch in die Wand, genau. Ja, kann ich machen, aber dann kann es doch auch sein, dass der Container kaputt geht. Deswegen glaube ich erstmal reingucken. Stimmt. Schießt uns von unten außen raus. Genau. Wir können an dem Turm können wir selber nichts machen, ne? Ja, kann ja, das brauchen wir ja damit reingehen. Das ist ja. So. Oh ja, sehr viele geile Sachen hier. Also da habt ihr auf jeden Fall Spaß. Oh, Material. Aha. Ja, hier auch richtig viele Ressourcen. Kupferbahn, Kobold, Zitium. Ja, viel. Ja, aber von jedem was. Haben wir hier. Ich weiß nicht, wie man hier hochkommt, also, weil da oben ist doch bestimmt auch noch was. Warte mal, was hat das ist alles mit dem Ding hier zu tun? Alien-Fraktion. Gut, das können wir alles gebrauchen, so. Nee, ich hab extra drin gelassen, dass ihr mal gucken könnt. Aber man kommt auch so ohne Probleme wieder hoch. Ist jetzt rausgeflogen? Komm mal her. Ja, trotzdem. Jetzt, ja, Moment, guck was mal. Was ist mit dem roten Ding hier? Was ist das? Das ist, es steht da doch. Kern, Alien-Fraktion. Das ist ja, genauso wie wir einen Kern haben zum Bauen. Ja, das ist der Grundstein. Können wir den nicht manipulieren? Nee, ne? Keine Ahnung. Gucken. Wozu willst du den manipulieren? Weil die Geschütze stehen ja, das war da. Okay, wie bist du jetzt rausgekommen? Ja, einfach springen. So. Ja, aber meiner kommt nicht bis oben. Doch, jetzt bin ich doch raus. Okay. Ich glaube, das haben sie überarbeitet. Ja. So, aber du hast recht. Man müsste doch. Oben ist doch bestimmt auch noch irgendwas. Ah, da ist ein Prometheus-Feld. Keine Ahnung. Wie wärst du, wenn du mal den Raketenwerfer nimmst und tust mal hier die Säulen wegschießen? Vielleicht kommt das ja alles von oben runter. Nein, glaube ich nicht. Ob man das zusammenschießen kann, das würde mich mal interessieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man da hochfliegen muss. Sag mal. Ja, ob man das bestimmt nicht interessiert. Dafür hast du ja ein Luftgerät. Wenn die Ständer, ob das dann umfällt, das würde mich mal interessieren. Glaube nicht. Auf jeden Fall haben wir Ressourcen geholt, das war schon ganz nett. Ich würde sogar vorschlagen. Warte mal bitte, Rivano. Bitte? Was? Gabax macht gerade die Ständer weg. Mal gucken, ob die. Soll ich die machen? Okay. Wegmachen? Ja, ja, mach die Ständer weg. Würde mal es interessieren, ob die. Wenn kleiner wird, dann ist ich glaube ja nicht, klein. Aber. Meinst du, das schwebt? Ja, glaube ich. Oh, wieso? Boah, Mann, jedes Mal falle ich da rein. Oder? Von der. Wenn das ein Gravitat. Oh, ich glaube, der Turm fällt. Ah, nee, Quatsch, das war jetzt gerade. Ich dachte, der fällt gerade um. Warum schießt du denn nicht von außen, wollte ich gerade sagen. Ist da
schön. Das fliegt und wirklich. Das schwebt da. Ja, schade, die Gravität. Das habe ich mega Raketen verschwendet. Die Physik ist noch nicht da. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da hochfliegen müssen. Und der Turm ist auch eine Flak. Ja. So wie der aussieht. Ja, der wird dich dann abballern. Aber du könntest den Turm abschießen mit einer Rakete, wenn du triffst. Ja, bestimmt. Weil, guck mal, da sind so Zwischendecks. Kann das sein? Also, ich weiß nicht, ob ich das hier falsch sehe. Aber gut, was soll das schon sein in einem Turm? Der ist ja nicht gerade groß. Also breit, meine ich. Ich würde einfach spontan vorschlagen, dass wir zum nächsten Turm laufen. Ja, das war das jetzt. Ich komme nicht raus. Ich habe jetzt noch, oh ja, genug. Jetzt 11 Munition. Das reicht. Kommst du echt nicht raus? Nee. Du musst einfach warten, bis das voll ist und dann an eine Wand hochspringen. Einfach gedrückt halten. Der macht beim, kurz bevor der vorbei ist, macht er noch so einen kleinen Hupp. Bisschen, aber das funktioniert nicht. Hupp. Ja, pass auf, dann. Ich helfe dir. Stell dich auf mich, dann bist du ein bisschen höher. Stell dich auf mich, das ist schön. Stell dich auf mich. Kann mich gar nicht auf dich stellen. Es ging doch. Ja, ein bisschen Physik fehlt noch bei dem Spiel, aber sonst alles gut. Geht es nicht? Wie konnte man sich denn überhaupt ducken? Kann man sich überhaupt ducken? Ja. Wie denn? Ich komm nicht raus. Gute Frage. Jetzt stand ich auf dir. Ja, ja. Ich drück dich mal. Ich stell dich mal hier so um die an die Ecke hier ran. Hier ja, okay. Also, dass ich so an die Wand ran kann. Jetzt stehe ich auf dir, warte. Ja, okay. Ich hol mir mal was. Ja, ich bin draußen. Nein! Nein! Ich hab dich mit hochgedrückt, warte. Ah. Warte, Ecke wieder, so. Es rutscht runter. Sehr geil gemacht mit den Türen. Ist auf jeden Fall eine nette Geste. Kommst du dran? Ist doch gar nicht. Ey, pass auf, ich komme so direkt mit einem Sprung, zack. Oh, ne, warte mal. Und zack. So, zack. Wenn du direkt an der Wand, direkt wirklich, du musst komplett an der Wand sein, dann macht er so einen kleinen Huppel. Nochmal so einen Sprung. Ich komme drüber, aber nicht drüber. Also drüber, aber nicht drüber, okay. Der Huppel ist entscheidend. Na, du stellst dich hier komplett an den Rand. Und dann drückst du einfach hoch und musst gleichzeitig W gegen die Wand drücken. Mit gedrückter. Da bin ich weg. Musst ich einfach. Oh, jetzt hat Revano mich wieder runtergedrückt. Ach, jetzt du musst Space, oh. Space gedrückt halten und W dann gegen die Wand drücken. Ja, ich schweb dann zu hoch. Ich schweb echt zu hoch. Okay. Ja. Jetzt kommt wieder. Ist so niedrig. Mann! Pass auf. Mach einfach ein Loch ja, in die Wand geht, hier geht zur Seite. Bei dem X, bei dem Faktor-Ding da. Ja, geh weg. Geh zur Seite, Onkel. So. Yay! Yeah, warum nicht gleich so? Genau. Ist das Alien-Artefakt-Zeichen jetzt eigentlich weg? Weil du es ja sozusagen zerstört hast. Nee. Stimmt, ist noch da. Da muss doch noch was sein, wenn da so ein Alien-Artefakt-Zeichen ist. Keine Ahnung. Was hat das denn mit diesem weißen? Die Ressourcen sind ja auch noch, werden ja auch noch angezeigt, auch wenn sie leer ja, sind. Ja, guck mal, diese weißen Dinger hier. Was ist denn das? Guck mal. Das sind Lampen. Achso. Ich würde sagen, ich schieße da oben auch noch das weg. Was? Den Turm. Ja. Oder hab ich den nicht getroffen? Jetzt tötet irgendein Dinosaurier, wenn der Ding runterkommt. Ja. So, jetzt. Gut. Schön. Wäre geiler, wenn der so, Turm umfallen würde. Ich würde sagen, wir laufen jetzt nochmal zum nächsten Turm. Ja, auf jeden Fall. Wir sollten die Ressourcen. Habe ich noch genug Muni? 4, ja, 8 habe ich noch. Wobei ich sehe schon wieder, ne, Revano, ist langsam Zeit. Echt? Ja. Wie lange ist denn das jetzt? Ja, wir haben jetzt. Noch eine halbe Minute. Genau. Ja, gut, dann würde ich sagen, beenden wir, oder? Genau, und sind schon mal auf dem Weg zum nächsten Turm. Während das hinlaufen. Sehr gut, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Heute mal wieder was anderes hier. Turm Destruction, gut, dass der Gabax einen Raketenwerfer gebaut hat. Und da macht die Sache einfach ein bisschen leichter. Und wenn es euch doch gefallen hat, könnt ihr auch gerne einen Daumen oben da lassen bei allen Kanälen. Schaut auf jeden Fall mal rein bei Gabax, bei GamerCheckLP.
Und bei mir, würde mich sehr freuen. Und dann würde ich einfach sagen, bleibt mal hier oben auf dem Hügel im Stehen, liebe Leute. Jo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Tag wieder. Und dann gehen wir da hinten den Turm erkunden und mal sehen, was uns noch so erwartet bei Imperium Galactic Survival. Bis dahin würde ich sagen, ciao. Ciao. Tschüss.